Moin Leute, das ist Johannes Brünstedt, also der grimmige Typ auf dem Bild. Dass er so böse schaut, liegt vermutlich daran, dass jeder seinen Namen ohne das durchgestrichene O schreibt. Dafür ist er für die Säurebasechemie einer der wichtigsten Chemiker überhaupt und deshalb beschäftigen wir uns jetzt mit ihm. Also, es geht um Brünstedts Säure-Base-Theorie. Aber zunächst brauchen wir ein bisschen Vorwissen. Bevor Brünstedt seine Theorie aufgestellt hat, war die Säure-Base-Theorie von Arrhenius am Start. Der Typ guckt auch nicht gerade fröhlich an diese wunderschöne Welt. Muss am Forschungsthema liegen. Diese Theorie sagte jedenfalls aus, dass Säuren Wasserstoffverbindungen sind, die in wässriger Lösung zu H+-Ionen und Säurerest-Ionen zerfallen. Gut, da hätte ich auch keinen Bock mehr. Also, an einem einfachen Beispiel der Salzsäure. Das HCl spaltet sich in ein Proton und in das Säure Restion, in dem Fall das Chloridion auf. Basen waren für ihn Stoffe, die in wässrigen Lösungen Hydroxidionen und positive Basereste bilden. Also am Beispiel der Kalilauge einfach das OH- und der Rest K+. Eigentlich kommt einem das schon ziemlich gut vor, aber Brünstedt erkannte in dem ganzen Konzept ein paar Nachteile. Vielleicht guckt er auch deshalb so finster. Zum einen kennen wir ja Ammoniak NH3. Das reagiert basisch, aber nach der Definition von Arrhenius wäre das keine Base. Kann ja nicht in ein Hydroxidion zerfallen. Zudem liegen die Protonen aus dem Säurezerfall nie einfach freigelöst im Wasser vor, sondern an einem Wasser angelagert. Also nie als H+AQ, sondern als H3O+AQ. Außerdem muss hierfür Wasser das Lösemittel sein, darauf wollte sich aber Brünstedt nicht beschränken. Die Probleme hat Brünstedt durch eine recht einfache Definition gelöst. Er sagte, Säuren sind Protonendonatoren, also Stoffe, die Protonen, also H+-Ionen, abgeben können. Und Basen sind dann natürlich Protonenakzeptoren, also Stoffe, die Protonen aufnehmen können. Damit hat er die Probleme von oben geschickt umgangen. Ammoniak und ähnliche Stoffe können jetzt als Basen bezeichnet werden. Die haben ja immer noch kein OH-, das sie abspalten können, aber sie sind natürlich Protonenakzeptoren, da sie ein Proton von einer Säure aufnehmen und zu einem Ammonium-Ion werden können. Das AQ bedeutet übrigens Aqueous für wässrig, um klarzumachen, dass die Stoffe in Wasser gelöst sind. Die Protonen liegen jetzt auch nicht mehr freigelöst in der Reaktionsgleichung vor, da sie direkt an einen Akzeptor übergeben werden. Im Wasser ist H2O der Akzeptor, deshalb entstehen H3O+-Ionen. Die Reaktion mit Wasser ist hierbei zwar immer noch die wichtigste, aber alles in allem können auch Reaktionen ohne Wasser als Lösungsmittel betrachtet werden. So zum Beispiel, wenn Ammoniakgas und Chlorwasserstoffgas zu Ammoniumchlorid reagieren. Chlorwasserstoffgas ist HCl. Jetzt werdet ihr sagen, halt mal, das ist doch auch Salzsäure. Und da habt ihr recht. Salzsäure bezeichnet Chlorwasserstoff, der gelöst in Wasser vorliegt. Und Chlorwasserstoffgas ist eben das Gas ohne Wasser. Das reagiert nun mit den Ammoniakdämpfen. Hierbei wird von der Säure HCl auf die Base NH3 ein Proton übertragen. Die zwei so entstandenen Ionen lagern sich dann zusammen durch eine Ionenbindung. Und wir erhalten ohne Wasser auch eine Säure-Base-Reaktion. Wichtig hierbei ist auch, was ein Ampholyt ist. Ein Ampholyt ist ein Stoff, der sowohl als Base als auch als Säure reagieren kann. Das beste Beispiel dafür ist Wasser. Mit einer starken Säure reagiert es als Base und nimmt ein H+ auf. Dadurch wird es zu H3O+. Das nennt man auch Hydroxonium-Ion, Hydronium-Ion oder Oxonium-Ion. Mit einer Base reagiert Wasser als Säure, da es hier ein Proton abgibt und zu OH- wird. Jetzt ist noch die Frage, ob Säuren bzw. Basen etwas gemeinsam haben und wie man diese herstellen kann. Dafür fällt aber auf, wenn man ein Nichtmetalloxid in Wasser gibt, dann wird eine Säure daraus. Also zum Beispiel CO2 in Wasser ergibt die Kohlensäure oder SO3 in Wasser ergibt die Schwefelsäure. Zudem sind die Wasserstoffhalogenide, also Chlorwasserstoff oder Bromwasserstoff und so weiter, gelöst in Wasser gute Säuren. Die Basen entstehen entweder bei Reaktion von Metalloxiden mit Wasser, wie wenn zum Beispiel Magnesiumoxid mit Wasser zu Magnesiumhydroxid reagiert, der Stoff reagiert basisch, oder bei Alkali- und Erdalkalimetallen, die mit Wasser reagieren. Hierbei entsteht ein Baselauge und Wasserstoff, wie zum Beispiel, wenn Natrium mit Wasser zu Natronlauge und Wasserstoff reagiert. Falls euch die Säure-Base-Reaktion genauer interessieren, dann schaut euch das Video an. Da werden die Reaktionsgleichungen erklärt. Wer ist für euch der berühmteste Chemiker oder euer Lieblingschemiker? Postet mal was in die Comments und checkt, ob ihr nach diesem Video auch den krass finsteren Blick drauf habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.